Hallo zusammen, wir laden Kader-Update unter, mal wie immer. Ich glaube, wir haben jetzt schon 1.395.000 Spieler in unserer Datenbank. Willkommen zum geleakten Team of the Week 7. Wir kennen es fast alle schon komplett. Jetzt kommt nur noch die Bestätigung, wie es dann wirklich ausgegangen ist. Gleich wird Ladebildschirm kommen, wo es wahrscheinlich schon zu sehen ist. Nein. 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 Da haben wir es. Mit Messi. Bruno Fernandes. Und wahrscheinlich wollen alle morgen Messi ziehen. Vermute ich mal. Wir gucken uns das nochmal im Detail an. So. Mannschaft anzeigen. Und wir sehen als MS. Er ist ja sonst rechter Flügel. MS ist, glaube ich, attraktiver nochmal. Ein Messi mit 86 Tempo, 94 Schießen, 93 Passen, 96 Dribbling. Schon nicht so ein schlechter. Bruno Fernandes, auch nochmal ein sehr starker Spieler. Geschwindigkeit fehlt hier ein bisschen, aber es ist jetzt schon die zweite in Form. Das ist schon jetzt mittlerweile eine richtig gute Karte. Thiago Silva. Eine OTW-Karte, die wahrscheinlich jeder gemacht hat. 60 Tempo eigentlich immer noch nicht wirklich spielbar. Konaté in der Bundesliga. 84 Defensive, 82 Physis, 78 Tempo. Das ist ganz vernünftiger Innenverteidiger in der Bundesliga. Koen Castells, Wolfsburger Torwart. Ja, Sergi Busquets. Als Rechtsverteidiger auch noch, also zwei Barcelona-Spieler. Und das finde ich halt echt interessant. Barcelona hat gegen, weiß ich nicht, irgend so ein, ich will es Dorfverein sagen, gespielt in Spanien. Bayern München gewinnt gegen Dortmund und es ist kein Spieler von Bayern München dabei. Das ist halt wirklich schade. Aber so ist es. Max Kruse nochmal als MS. Mittlerweile auch eine vernünftige Karte. Tempo fehlt natürlich, aber mein Gott. Tempo ist nicht alles, auch im FIFA nicht. Was haben wir sonst noch? Bundesliga Alario als Stürmer, aber der ist noch zu langsam. Trestel nach seinem Viererpack natürlich dabei. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Ach ne, das war's. Aus meiner Sicht interessant ist natürlich Messi. Ich hoffe, dass ich ihn ziehe. Als Super Sub. Aber wenn es nicht wird, ist es auch okay. Werden wir dann morgen sehen. Bis dann. Ciao, ciao.